Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play BitTrip Runner, das letzte Mal, auch wenn ich jetzt 10.000 Mal fehlen werde, genauso wie jetzt. Wir werden uns darauf konzentrieren, dass wir uns diesmal diesen Boss hier vorknüpfen, dass ich es wenigstens einmal bis zum Boss hinschaffen werde. Ich kann sich schon jetzt sehen, wie die ganzen Wellen wieder auftauchen werden. Huhu. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, Slime, yeah, yeah, yeah. Ich hab's drauf, ja. Ja, komm, 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 ich will zum Boss. Ist das jetzt ein Lauflevel oder ein Boss-Level? Es wäre nett, wenn es ein Boss-Level. Burgermouth! Errungenschaft, Burgermouth! Okay, schon einmal bis dorthin zu schaffen, ist eine Errungenschaft wert. Könnt ihr mal sehen, wie schwierig das Spiel ist, dass es mir Errungenschaften gibt für ein Level, das ich pflichtmäßig erfüllen muss, um ein Spiel zu schaffen. Das Durchspielen dieses Spiels ist schon eine Hürde. Eine sehr große. Zum Beispiel dieser Müllcontainer, diese Mülltonne will mich nur nerven. Ich sag übrigens Mistkübel dazu. Nicht Mülltonne. Mülltonne. Egal, ich nenne es für euch extra Mülltonne. Blocken, blocken, blocken. Boss, 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 Boss. Boss, 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 Boss. Leute, es ist Zeit für einen Boss. Mal schauen, ob ich es wirklich schaffe, zu ihm hinzukommen oder ob ich nur die ganze Zeit faile. Das sollte jetzt wirklich nicht mehr die größte Hürde sein, einem Boss entgegenzutreten. Es wäre wirklich nett, wenn ich hinkommen würde, ohne Probleme. Hey, komm her! Flieg nicht weg von mir! Wetten, ich muss nochmal gegen alle zwei Bosse und dann noch gegen einen dritten Boss kämpfen. Wetten, Leute? Wetten? Ich werde sowas von die Wette verlieren. Bin ich jetzt gesprungen oder bin ich jetzt geflogen? Keine Ahnung. Kann mir auch egal sein jetzt. So, bei Burgermouth bin ich verreckt, das heißt, da muss ich sliden. Ja, da sollte ich erst einmal drauf springen. Oh Mann! Boss? Boss! Wieso musst du so weit weg sein von mir? Achso, er fliegt eh die ganze Zeit rechts. Muss ich einfach nur versuchen, ihn zu kicken oder wie? Aua. Diese Taste hier drücken. Das ist die unnötigste meines Erachtens. Die Blockentaste. Wenn man der so gut umgehen kann im ganzen Spiel eigentlich. Und im Endeffekt ich sie zum Schluss dann doch brauche. Für solche nervigen Dinge. Also es ist wirklich nur noch die Nerv-Taste. Hier Nerv. Nochmal Nerv. Nochmal Nerv. Und weil es so schön ist, nochmal Nerv. Na dann, wieso helfen mir diese Dinge da eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, wenn... Wieso ist hier so viel Müll? Oh Mann, trag den Müll doch raus, Leute. Nicht auf die Dächer. Genau deswegen möchte ich mich nicht darauf konzentrieren zu blocken. Weil dann vergesse ich, dass ich das hier noch kann. Dass ich noch springen kann. Deswegen slide ich lieber unter dem durch. Sofern das jetzt nicht eine Methode ist, dem Gegner zu schaden. Hoffe ich einmal. Schön in die Spalte rein. Yay! Okay, Ultra. Ey, das war... Ja, sie helfen mir alle. Wie sie mir alle helfen. Und ich an Kantentod sterbe. Aber hey, ich hab's bis extra geschafft. Huhu. Jetzt ist die Stage hier von Anfang an auch etwas durchschaubar. Weil ich jetzt das Ganze kenne, haha. Das sind sicher alles Charaktere, die bekannt sind, die mir da versuchen hochzuhelfen. Bin ich mir so sicher.
Weil Meat Boy war der dritte jetzt dann. Wer das ist, keine Ahnung. Sagt mir auch überhaupt nichts. Die Typen war schon da. Ultra. Da ist Meat Boy. Okay, okay. Und Miltonen tot. Tatsache, ich kann auch über die Hochhäuser. Yes. Yes. Super Logischkeitsmodus. Ich bin gestorben. Nein, ich bin nur zurückgeflogen. Komisches Grenzding, sie da oben. Verpiss dich. Wieso kämpfe ich überhaupt gegen den? Weil er Mülltonnen... Ich weiß, Leute, ich weiß, wieso wir gegen den Typen kämpfen. Er ist derjenige, der hier alles verpestet. Er ist der Mülltonnen-Umschmeiß-Typi. Ich wette mit euch, das ist die Storyline. Er ist Umweltverschmutzer. Deswegen müssen wir ihn davon abhalten und ihn besiegen. Nur bei unserem ersten Versuch hat er es überlebt, so wie es aussah. Aber... Extra! Ernsthaft, wieso ist das so fies gebaut, dass ich da nicht sliden kann, wenn ich da zu spät drauf springe auf meinen Klon dort unten? Das ist böse. Mega. Super. Ultra. Jetzt glaube ich, habe ich's. Okay, Leute, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's eindeutig. Jetzt schaffe ich's. Sowas von eindeutig schaffe ich das. Jetzt werde ich nicht mehr fehlen. Jetzt werde ich es auf einen Anhieb schaffen. Hier sogar einen Boss zu besiegen. Nicht alles einzusammeln, wohlgemerkt. Nein, dafür bin ich zu cool. Also hier springen, lange springen und dann springen und dann hier springen, kurz springen, blocken dabei springen, sliden, springen. Springen. Etwas mehr darauf konzentrieren, dass ich etwas frühzeitig springe. Auf diese größeren Dinger. So, einmal lang und einmal kurz wieder mit Blocken. So, und jetzt lange drüber. Und nicht schaffen. Ja. Nochmal. Jetzt wieder kurz und springen. Und hier etwas kürzer wieder so. Das ist noch Meat Boy, ist eines der leichtesten Dinger, finde ich. Und Ultra. Und hier muss ich so früh wie möglich springen. Das ist so mies gemacht. Weil wenn ich zu spät springe, komme ich oben genau gegen die Kometen. Ah. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr so der schwierige Teil hier. Aber ich bin trotzdem zu unfähig, alles mitzusammeln. Aber... Der Teil danach ist einfach unfair. Vor allem, wie oft ich jetzt schon springen muss hier. Vor allem diese vielen Treppen.
Kantentodgefahr ist sehr hoch hier. Das ist auch wieder ein leichterer Teil. Ich meine, da habe ich mich auch ein paar Mal aufgestellt, glaube ich. Dann wieder lang und dann wieder kurz. Ja, und das meine ich mit aufstellen. Das sind solche kleinen Fehler, die ich eigentlich nicht gewollt mache. Ich sitze auf meinem Polster und habe schon Arschschmerzen. Rekord wahrscheinlich schon wieder so eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Bin noch nicht einmal beim Boss, Leute. Ich bin noch nicht bis zum Boss gekommen. Er ist nur angekündigt worden hier ganz am Anfang. Und schwebt die ganze Zeit da rechts oben. Aber ich habe noch keine Möglichkeit gesehen, ihn irgendwie anzugreifen oder sowas. Ich wüsste es zumindest nicht. Nein, ich kann ihn nirgendwo irgendwie angreifen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ja, wieder dasselbe Prozedere. Und nochmal. Und jump, 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 sliden, jump, blocken, jump, 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 sliden, jump, block, jump, 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 blocken, jump, 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 bunk, jump. Und jetzt hat das Jumpen schon wieder nicht funktioniert. Also das ist das, was ich meine. Wenn ich da zu spät drauf springe, passiert genau das. Okay. Jetzt slide ich halt hier drüber. Wenn das Spiel nicht will, dass ich dort drüber slide. Mega! Super. Tot sein. Kantentod. Extra. Okay. Habe ich das Spiel jetzt gerade geschafft? Oder geht's jetzt erst richtig los? Das war's? Nur durch die Stage rennen? Das war's? Okay, sogar dreht durch, das heißt, ich habe Zeit zum Trinken. Seitdem ich dich score... Oh, okay, Entschuldigung wegen dem Cut, das war jetzt nur wegen Eltern wieder mal. Wir haben es geschafft, oder? Oder kommt jetzt noch was? Ach, du warst das. Du hast mir da geholfen. Commander iPod. Wir haben es geschafft. Drogenwörter. Halleluja. Wie es einfach nur abspackt, alles in Drogenfarben. Mit Trip Runner. Wenn das nicht in der Farbe wäre, also Gaijin Games. Designer Alex Newsy. Engineer Chris Osborne. Artist Mike Rose. Rush. Was? PC OS X Design.
Danny Johnson. Atrophy Studios, PC, OS X, Development, Andrew Hynek. Alter, das ist alles wirklich sehr schwer zu lesen und deswegen lasse ich das Ganze. Das sind aber anscheinend recht kurze Credits. Ja, wie viele Leute braucht man auch, um so ein Spiel zu gestalten? Ich meine, es ist gut gemacht, Leute, es ist gut gemacht. Aber von der Gestaltung her, ich sage mal von der Musik her, ja, da braucht man schon irgendwas. Credits Music. Mermaid. Also wenn wir dieses Lied wissen will, was es ist, es heißt Mermaid. Halleluja, das war mal ein Hardcore-Game für mich. Zum Schluss hingehend wirklich nervenaufreibend. 1995 bis 2010. Die haben 15 Jahre an dem gearbeitet, oder wie? Achso, Copyright 2002 bis 2008. Ja, ist auch genug. Das ist trotzdem genug. Von 1995 bis 2010. Das ist wahrscheinlich das gesamte Development. Halleluja, wir haben es geschafft. The Source war also der Anfangsboss. Und wir sind nicht auf die Toilette gegangen, wir sind abgeflogen. Was? Oh oh. Liebe. Bitte sag ja. Er mag mich nicht. Ich bin blau. Gut. Timbaltown. Also wir haben das Spiel durch, so wie es aussieht. Es gibt hier nichts extra, so wie es aussieht. Ja. Was habe ich noch dazu zu sagen? Jetzt wird es dann als nächstes weitergehen mit Bulletstorm, auch blind. Obwohl ich da auch noch sagen muss, ich kenne ein paar gewisse Stellen, weil ich mir das Ganze auch schon von einem anderen Let's Play, wie ich schon erwähnt, einmal kurz angeschaut habe. Ich kenne die Story nicht. Das kann ich auch auf jeden Fall garantieren. Ich habe nur gesehen, man kann sich besaufen und alles Mögliche. Und es gibt lustige Waffen. Also, danke Leute fürs Zusehen. Mir hat es wirklich sehr gefallen, dieses Spiel. Und es freut mich, dass es euch auch gefallen hat. Zum Großteil zumindest. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Und wir sehen uns das nächste Mal bei meinen anderen Projekten wieder. Danke Leute fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Shorty Cuber Ende.